Auweh, auweh, unterm Strich bleibt der TSV tatsächlich unterm Strich. Herzlich willkommen bei Dein Verein TSV Prolaktal Hartberg. Marvel Ortlechner begrüße ich an meiner Seite und sag gleich, darf das wahr sein? Ja, was machen wir jetzt mit der Situation? Ja. Unfassbar verrückte Runde jetzt am Wochenende natürlich. Fast im Minutentakt hat sich auch die Situation verändert. Ja, und letztendlich und wirklich letztendlich, weil ganz am Ende dann hat es nur mehr gedreht. Man muss das so hinnehmen und akzeptieren. Ich glaube auch, dass die Protagonisten unfassbar gut auch, wie sie dann in Interviews darüber gesprochen haben, richtig gut damit umgegangen sind. Und man kann auch in der Quali-Gruppe überraschen. Das ist schon klar, aber dieses Wechselbad der Gefühle für alle Beteiligten gestern in der Profertil-Arena und natürlich vor allem für die Hartberg-Fans vor den Sky-Fernsehgeräten war natürlich ein Wahnsinn. Zweimal hinten gelegen, dann das Spiel gedreht, trotzdem in Ausgleich kassiert und dann hat es nicht gereicht. Das ist schon bitter. Elf auch nur verschossen, das kommt ja dann auch nur dazu. Richtig. Also es ist jetzt nicht so, dass man es nicht selber in der Hand gehabt hätte. Also das glaube ich, über das brauchen wir auch nicht diskutieren. Man hatte die Möglichkeiten, man hatte auch viel, viel mehr vom Spiel. Aber man muss fairerweise schon auch sagen, dass die St. Pöllner trotzdem immer sehr auch gefährlich waren, wenn sie die Möglichkeiten hatten für ihr Umschaltspiel. Und deswegen ist es dann auch so verlaufen, dass das echt der Wechselbad der Gefühle war. Und das war auch nichts für schwache Nerven. Und letztendlich hat es dann leider nicht gereicht. Haben es die Hartberger gestern an diesem Abend verspielt oder irgendwann anders im Grunddurchgang? Na, ich finde nicht nur gestern, weil durch die Leistung in der letzten Runden und Rapid klammer die vielleicht jetzt einmal aus, hat man sie eigentlich auch wieder ins Spiel gebracht. Ich finde, es war heuer nicht unbedingt zu rechnen, dass man es reinschafft. Und das ist eigentlich durch diesen Lauf jetzt in diesem Kalenderjahr entstanden, dass man eigentlich ja doch wieder mittendrin statt nur dabei war. Das letztendlich nicht gereicht hat, ist natürlich schon sehr, sehr bitter. Zum St. Pöltener Kofi Schulz hat Thomas Silberberger vor ein paar Runden gesagt, du Hund, du. Ich glaube, das haben sich gestern auch viele Hartberg-Fans gedacht, als er das 3:3 erzielt hat. Ja, es ist natürlich schon blöd, dass durch so eine Standardsituation, durch so ein Gewurschtel, dass der Ball genau bei ihm dann auch landet. Das ist auch natürlich nicht so leicht zu verhindern. Da ist einfach sehr viel Glück oder Unglück, je nachdem, wie man es natürlich sieht. In dem Fall ist sehr viel Unglück dabei. Und dass der dann irgendwie über die Linie den Ball dann befördert. Ja, es war halt wieder der Kofi Schulz. Ist natürlich jetzt, ja, blöd, aber er kann ja auch nichts dafür. Der muss ja auch seinen Job erledigen. 94 turbulente Minuten in der Profertil Arena fasst Erich Auer für uns noch einmal zusammen. Auf den letzten Metern vergeigt der TSV Hartberg den Sprung in die Meistergruppe. Die erste Hälfte läuft schon suboptimal. Tadic scheitert nach einer halben Stunde mit einem Handelfmeter an Torhüter Riegler. 10 Minuten später geht der SKN nach einem Konter in Führung. Davies auf Ugi, das sind die heutigen beiden Stürmer der St. Pöltener. Robert Lubicic, der schon im Heimspiel gegen Hartberg getroffen hat, macht das 0:1. Zu Beginn der zweiten Hälfte macht dann Hartberg richtig Druck und wird auch belohnt. Flanke Repp, Nimaga mit dem Kopfball 1:1, 65. Minute. Die Freude währt nicht lange. Wieder ein St. Pöltener Konter. Schulz auf Taylor Booth, 67. St. Pölten führt schon wieder. Ja, aber die Hartberger unbeirrt von Angriff um Angriff. Die Flanke von Horvath, dann Rakowitz, der Eingewechselte auf Joker Saifedin Djabi, 2:2 in Minute 72. Dann trifft Hartberg zweimal Metall und in der 76. zum 3:2. Nach der tollen Parade von Riegler, Tadic auf Sascha Horvath. Zu diesem Zeitpunkt ist der TSV in der Meistergruppe. Aber es gibt noch eine Nachspielzeit. Ecke Meister, Drescher verlängert und Kofi Schulz trifft die Minute 90+4 zum 3:3 Endstand. Im jetzigen Moment ist natürlich die Stimmung am Nullpunkt in der Kabine. Das ist ja ganz klar. Ich glaube, wir haben unheimlich viel investiert und einen richtig großen Charakter gezeigt in diesem Spiel. Aber das hätte jetzt natürlich einmal Tristesse angesagt, das ist auch kein Geheimnis. Ja, die nächsten Tage werden sicher extrem bitter, wenn man dann auf die Tabelle schaut. Aber ja, es hilft einfach nichts. Dann müssen wir einfach jetzt einfach die nächsten Spiele, jetzt sind wir halt unten, jetzt müssen wir halt dann punkten, dass wir dann Siebter werden. Und das soll unser Ziel sein. Unser Reporter Johannes Brandl hat da in ziemlich leere Augen gestarrt nach dem Spiel. Besteht die Gefahr, dass die Hartberger jetzt in ein gewisses Loch hineinfallen? Na, das sehe ich wenig, weil das ist ja wirklich eine sehr, sehr charakterstarke Truppe. Und ich glaube, es ist auch einmal erlaubt, dass man sich auch einfach einmal wirklich auch enttäuscht geben darf. Man kann das überspielen versuchen. Aber ich finde, das ist auch nicht der ehrliche Weg, sondern man sollte jetzt ruhig einmal 2-3 Tage enttäuscht sein. Und ich glaube, dass sie relativ schnell auch mit einer gewissen Wut im Bauch dann zu alter Form und Stärke zurückfinden können. Und der Sascha Arbeit hat es richtig gesagt, aus welchem Grund sollen sie nicht diese Quali-Gruppe gewinnen? Also ich wüsste keinen, der dagegen spricht. Aber es ist eine echte Bewährungsprobe.
Ja, aber es ist ja auch eine Bewährungsprobe, dass ich in die Meistergruppe reinkomme. Man darf nicht ganz vergessen, auch mit welchen Mitteln in Hartberg Jahr für Jahr gearbeitet wird. Also das vergisst man manchmal bei diesem Wunder in Hartberg. Und ich finde, sie leisten Jahr für Jahr Großartiges, auch heuer wieder. Und die Mannschaft wirkt auf mich nach wie vor sehr gefestigt. Auch der Trainer, finde ich, hat das super auch angenommen nach dem Spiel. Und ja, sie werden sich sicher wieder angriffslustig zeigen. Dann hören wir uns an, ja, den Trainer. Wir. Markus Schopp im Gespräch mit Johannes Brandl. Fußball ist oft extrem bitter. Es gibt wunderschöne Momente. Wir hatten letztes Jahr in Baschinger Moment gegen LASK, wo du hoch verlierst und du bist trotzdem in der Meistergruppe gewesen. Es war ein unglaublich schöner Moment. Und dann gibt es halt solche Momente wie diesen heute, der weniger schön ist. Und das gehört halt alles zusammen und macht das Spiel unglaublich schön und unglaublich interessant. Und ich glaube, deswegen lieben wir alle das Spiel. Und sowas gehört einfach dazu. Man muss halt auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen und einfach noch weitergehen. Einfach weitergehen ist die Devise. Aber eines muss man schon sagen, wir von Sky haben sehr oft versucht, ihn festzunageln in den vergangenen Wochen und Monaten und ihm das Wort Meistergruppe zu entlocken. Er hat das immer abgewendet, das wollte er nicht hören. Hätte er dieses Ziel, Top 6, vielleicht klarer formulieren sollen? Das eine ist, wie ich es in Richtung Medien formuliere. Da hat er schon noch versucht, die Kirche im Hartberger Dorf zu lassen, wenn ich es so sage. Die man immer auch sieht. Richtig, deswegen habe ich es bewusst auch so gesagt. Noch intern denke ich schon, dass er das ganz anders formuliert hat. Also die Mannschaft ist schon eine sehr hungrige, willige Truppe. Da sind auch zwei, drei Spieler dabei, die so die zweite Chance auch in ihrer Karriere erhalten haben. Und ich glaube schon, dass da viele speziell den Mannschaften, wo sie dann nicht abgeliefert haben, zeigen wollen, hey, ich hab's so richtig auch drauf. Und das werden sie auch jetzt in der Quali-Gruppe machen. Ich glaube, dass sie uns noch viel Freude bereiten werden. Dann schauen wir mal auf die Ausgangslage für den TSV Prolactal Hartberg in der sogenannten Qualifikationsgruppe, in der es auf dem Papier gegen den Abstieg geht. Aber damit werden die Hartberger wohl doch nichts zu tun haben. Denn sie führen derzeit diese Qualifikationsgruppe natürlich an. Mit 14 Punkten, 2 Punkte vor der Austria und weitere 2 vor St. Pölten und Altach. Wer werden die härtesten Konkurrenten im Kampf um Platz 1? Ich denke, das liegt eh fast auf der Hand, dass man sich wahrscheinlich mit der Austria und wahrscheinlich mit den wiedererstarkten Altach um diesen ersten Platz duellieren wird. Ja. Wenn ich den Trend jetzt mir vor Augen führe, dann weniger die St. Pölten und die Rieder und die Admira, da geht es einfach um das blanke Überleben. Ich glaube, es gibt eher andere Themen zum Lösen. Und zwar natürlich auch, wie ich mit einem gewissen Ballbesitz auch umgehe, wie anfällig bin ich auch bei Kontern. Das hat das letzte Spiel super auch gezeigt. Da habe ich wenig von 2/3 Ballbesitz, wenn es mir nicht gelingt, daraus ein Tor zu erzielen. Wenn auf der anderen Seite die Mannschaften, und das schafft auch diese Mannschaft in der Quali-Gruppe sehr gut, sehr stark im Umschaltspiel sind. Auch die Rieder haben das am Wochenende gezeigt. Da muss man wirklich auf der Hut sein. Vor 2 Saisonen wäre es fast noch schief gegangen. Da ist es dann im letzten Spiel erst entschieden worden, ob Hartberg absteigt oder nicht. Ich glaube, diesmal wird es nicht so schlimm werden, diese Quali-Gruppe für Hartberg, oder? Da bin ich bei dir. Es wird nicht einfach werden, aber sie zeigen es einfach über den Verlauf der letzten Wochen einfach zu gefestigt. Sie stecken auch, finde ich, immer wieder auch diverse Rückstände oder negative Erlebnisse sehr, sehr gut auch weg. Das, finde ich, zeichnet ja auch die Hartberger mehr als aus. Also da passt, finde ich, sehr viel auch zusammen. Und deswegen, glaube ich, werden sie sicher eine gute Rolle wieder in der Quali-Gruppe spielen. Manuel, was machen junge Burschen und ja noch ziemlich junge Männer, wenn sie traurig sind? Sie gehen zur Mama. Ach so, ja. In Hartberg gibt es eine. Und was für eine. Die hat gestern viel zu tun gehabt nach dem Spiel, was Umarmungen betrifft. Oder? Wo ist sie? Wo ist sie? Sie kommt schon. Präsidentin Brigitte Anderl natürlich auch im Sky-Interview. Das war ein bisschen Achterbahn der Gefühle, aber was wir heute gesehen haben, was ich heute sehen durfte, war eine total couragierte Mannschaft, die kampfwillig aufgetreten ist, mutig aufgetreten ist und alles gegeben hat. Wir sind mehrmals in Rückstand geraten, haben uns dann wieder zurückgekämpft. Es war Wahnsinn und am Ende des Tages hat eine Minute uns getrennt von der Meistergruppe. Das ist natürlich emotional enttäuschend. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Stefan Rakowitz wird einfach gleich geherzt und abgeschmust. Ich glaube, das brauchen die Burschen auch. Na, in diesem voll. Also sie ist schon eine sehr, sehr wichtige Bezugsperson auch geworden, finde ich, in diesem Hartberger Konstrukt. Also Trübsalblasen, ich glaube, das gibt es in ihrem Wortschatz auch gar nicht. Also wenn du siehst, welches Interview sie sofort nach dieser derben Niederlage eigentlich dann gegeben hat. Sie versprüht immer unfassbar viel Optimismus. Sie ist viel mehr als nur Geldgeberin. Ja, hundertprozentig. Also sie ist schon so ein Anker auch immer wieder, auch in Zeiten, wo es nicht so läuft, wo sie die Spieler auch aufrichten können. Ich denke, sie hat auch immer offenes Ohr für ihre Buben, muss man auch sagen an dieser Stelle. Man hat es auch gemerkt, wie ehrlich sie das ja auch meint und dieses in den Arm nehmen, ist auch nicht selbstverständlich in Zeiten wie diesen.
Apropos Geld, vielleicht gibt es ja dann, wenn die Hartberger sich in der Bundesliga stabilisieren, und das haben sie mittlerweile eigentlich schon erreicht, dieses Zwischenziel, bald ein neues, schmuckes Fußballstadion in Hartberg. Auch das ist eigentlich so ein Thema. Infrastrukturell will man eigentlich auch gesund weiter wachsen. Und ich bin auch der Meinung, dass sie auch die Hartberger Fans, und hoffentlich dürfen sie ähnlich wie die Fans in Vorarlberg auch langsam wieder ins Stadion, dass man ihnen auch ein neues Stadionerlebnis in naher Zukunft auch bieten kann. Aber ich glaube, da werden jetzt Gespräche geführt. Ich hoffe, dass Corona ihnen nicht auch negativ in die Karten spielt in diesem Fall, und dass man ein Schmuckkästchen hinstellt, wo es nicht solche Troubles vielleicht gibt, wie es in Linz ist, wo das Kleinere ist, aber dafür auch was Kleines, Feines entsteht. Würde man sich auch irgendwie verdienen, denn bei allem Respekt vor dem GAK, TSV Leoben, Kapfenberg und so weiter, die Hartberger sind mittlerweile längst die zweite steirische Kraft im Profifußball. Ja, und es hat auch Zeiten gegeben, wo man auch die Nummer 1 war in der Steiermark. Das ist richtig. In der heurigen Saison hat sich Sturm auch wieder, glaube ich, auch dort gefunden, wo man sie auch, glaube ich, alle sehen. Aber grundsätzlich spielt man ja wirklich eine tolle Rolle auch im steirischen Fußball. Und ich bin voll bei dir, also die Nummer 2, ich glaube, den Rang wird ihnen so schnell niemand ablaufen. Und da hätte man sich auch ein feineres Stadion verdient. Was macht Markus Schopp am Ende der Saison? Ja, das ist natürlich das nächste Thema. Ich glaube, man kann ihn schon auch noch einmal ködern, wenn man vielleicht sagt, ja, da ist auch infrastrukturell etwas im Wachsen. Wir können auch die da Verbesserungen anbieten. Dann glaube ich, ist es schon auch realistisch, dass er noch ein Jahr anhängt. Würde mich freuen einerseits. Andererseits, Markus Schopp ist schon einer, der dann natürlich jetzt versucht, den nächsten Schritt zu machen. Wenn er zu lange wartet, dann ist es zu spät. Aber ich kann mich erinnern, wie wir auch mit ihm hier bei deinem Verein live gesprochen haben, wie realistisch er alles auch eingeschätzt hat, wie dankbar er es auch ist, als noch immer sehr, sehr junger Trainer auch so einen Job ausüben zu dürfen über so lange Zeit. Also er wird sich schon das doppelt und dreifach überlegen, ob er den Club im Sommer verlässt. Das müsste schon eine sehr, sehr gute Adresse und ein cleverer nächster Schritt sein. Und jetzt gehen wir die Quali-Gruppe an. Richtig, freue mich schon drauf. Herzlichen Dank, Manuel. Bitte. Liebe Zuschauer, das war die heutige Folge von Dein Verein, TSV Prolaktal Hartberg. Im Namen des gesamten Teams alles Gute, bis zum nächsten Mal.